das ist zum Beispiel so ein Instrument, das ich gerne benutze. Ich liebe Spielzeug und liebe es damit, Geräusche zu machen. Und daraus entsteht eine neue, alte, schöne Klangwelt. Kreisel, Bälle, Glöckchen auf der einen Seite, Computer, Kamera, Elektronik auf der anderen. Tafelmusik, so heißt die neueste Klangperformance von Bernd Wegener und Stefan Zintel. Es ist ein Dialog zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Musikern, zwischen der analogen Welt, die ich in dem Moment verkörpere, und der Welt von Stefan, der elektronischen Seite, der digitalen Welt. Er nimmt diese Klänge mit seinem Laptop und verarbeitet die. Und heraus kommt eine Strecke von Klang, eine Strecke von Musik, eine Strecke von Geräusch. Die sanften Töne, die sich Bernd und Stefan wie Bälle zuspielen, laden zum Meditieren ein und bringen so manchen Zuhörer zum Schmunzeln. Tafelmusik ist eine sogenannte Experimentalmusik. Dazu brauchen die Künstler keine Noten, keine traditionellen Musikinstrumente. Diese Experimentalmusik hat sehr, sehr viele Facetten. Und was uns auch wichtig ist, neue Wege zu gehen. Deswegen haben wir auch ein ganz eigenständiges Instrumentarium. Wir bauen auch teilweise Instrumente selber und schreiben die Software auch selber dafür. Stefan Zintel ist Dozent für elektronische Musik und akustische Kommunikation an der Kunsthochschule des Saarlandes. Experimentalmusik. Wann wird das Geräusch zum Klang? Wann verdichten sich Schwingungen zu Musik? Mit solchen Fragen sehen sich Stefan und Bernd immer wieder konfrontiert. Normalerweise, wenn man von populärer Musik ausgeht, die muss ja einen Zweck erfüllen. Sie muss zum Beispiel tanzbar sein oder sie soll unterhalten. Und das muss zum Beispiel unsere Musik nicht. Also sie muss keinen Zweck in dem herkömmlichen Sinn erfüllen, sondern das Experiment oder die Idee, was Neues entwickeln zu wollen, steht da ganz deutlich im Vordergrund. Ich denke, es ist Musik, was wir machen. Wir sind sowohl Musiker und haben einen Hintergrund, der sozusagen musikalisch ist. Stefan ist auch Schlagzeuger, genauso wie ich. Und die Musik entsteht durch diese Klänge.